Hallo, wir fahren heute mit der S-Bahn von Duisburg Hauptbahnhof über Düsseldorf Hauptbahnhof nach Hilden. Das ist eine übliche Pendlerstrecke. Auf dieser Pendlerstrecke zeigen wir Ihnen etwas zum Thema Mobile Learning. Mein Name ist Jürgen Kappus von der K-Media Interactive GmbH. Wir erstellen für Sie Lerninhalte und betreuen Lernmanagementsysteme und wir erstellen auch Lerninhalte für Mobile Learning Anwendungen. Die Themen heute sind Mobile Learning, was ist anders als ein Desktop-PC. Dann zeigen wir Ihnen Beispiele aus dem Bereich webbasierten Lernen und appbasierten Lernen. Und wir wollen Ihnen ein bisschen zeigen, wie Sie Mobile Learning auch in Ihrer Einrichtung oder Ihrem Unternehmen nutzen können. Mobile Learning, was ist anders? Der wichtigste Unterschied ist, wir haben keine Kabel und keine Stecker. Das heißt, immer wenn wir uns frei bewegen können, ohne an ein Kabel oder Stecker gebunden zu sein und dabei lernen, sprechen wir von Mobile Learning. Das kann, wie hier in einer S-Bahn, in einem Zug, beim Warten sein, das kann aber auch in einem Gebäude stattfinden, wo sich ein Mitarbeiter zu einem Supermarktregal bewegt, um dort zu lernen, wie er es einräumt, oder ein Arzt sich ans Patientenbett bewegt, um dort etwas nachzuschlagen, sich Informationen zu suchen. Beim Mobile Learning haben wir sehr, sehr viele verschiedene Geräte. Wir haben zum Beispiel hier die Netbooks oder sogenannte Convertibles, das heißt Geräte, die Sie gleichzeitig als Netbook und als Tablet benutzen können. Wir haben die Kategorie der Tablet-PCs, also hier zum Beispiel das iPad. Und wir haben Geräte, die sehr verbreitet sind, das sind die Telefone, also die Smartphones. Und da ist es auch egal, ob Sie ein Android-Gerät haben oder ob Sie ein iPhone-Gerät haben. Wir haben hier sehr viele Nutzer, die wir erreichen können, wenn wir die Inhalte mobilgerättauglich zur Verfügung stellen. Wenn wir uns die Geräte mal ansehen und mit einem PC vergleichen, sehen wir, ein PC hat ungefähr so einen Bildschirm. Ein Tablet hat noch nicht mal mehr ein Viertel dieses Bildschirms. Und wenn wir die Smartphones sehen, die haben vielleicht noch ein Zehntel des Bildschirms. Das heißt, wir müssen heute Inhalte erzeugen, die auf diesen Geräten auch gut darstellbar sind und die auch einen Lerneffekt auf den Geräten bieten. Die mobilen Geräte unterscheiden sich aber nicht nur von der Größe, sondern auch stark von der Bedienung. Nehmen wir mal so ein Tablet-PC. Hier haben Sie keine Maus, wie am PC. Wo soll ich hiermit auch hin? Sie haben auch keine Tastatur in dem Sinne, sondern Sie haben hier so eine Bildschirmtastatur. Aber die Geräte bringen auch viele Vorteile mit. Sie haben in fast jedem Gerät Mikrofone, Lautsprecher eingebaut und in fast jedem Gerät Webcams eingebaut. Das heißt, Sie können ganz andere Eingabemöglichkeiten jetzt nutzen, nämlich dadurch, dass Sie jemanden Lernenden auch mal etwas einsprechen lassen, anstatt immer alles runterzutippen. Und was in diesen Geräten noch sehr interessant ist, ist, Sie haben Lagesensoren, das heißt, Sie können lageabhängige Anwendungen zur Verfügung stellen und Sie können ortsabhängige Anwendungen zur Verfügung stellen, wo das Lernen ortsabhängig stattfindet. Sprechen wir über Lernszenarien. Sie haben völlig neue Möglichkeiten zu lernen. Sie können, wie wir hier, eine Bahnfahrt nutzen, um zu lernen. Sie können Wartezeiten auf dem Zug oder woanders nutzen, beim Arzt Wartezeiten nutzen, um Lerninhalte durchzuarbeiten. Sie können direkt am Arbeitsplatz lernen, indem Sie Ihren Lerninhalt zum Beispiel als Arzt mit ans Patientenbett nehmen oder als Mitarbeiter in den Supermarkt ans Regal nehmen und an dem Regal finden Sie dann beispielsweise einen solchen QR-Code und wenn Sie den einscannen, dann erscheint ein Lerninhalt, der zu diesem Regal passt, wie räume ich dieses Regal ein. Das nennen wir Learning on the Job und das wird durch die mobilen Technologien erheblich verbessert. Was sind die Vorteile von mobilem Lernen? Sie können spontan lernen, wann immer Sie Zeit dazu haben. Sie können an jedem beliebigen Ort lernen. Sie können Zeiten flexibel nutzen und Sie können das Lernen an den Arbeitsplatz verlegen.